Hallo liebe Eisenbahnfreunde, ich begrüße Sie von der legendären Gotthardstrecke. Wer sich auskennt, weiß, wo ich bin. Oberhalb von Wassen, hinter mir die Kirche. Auf der Strecke ist aber leider nicht mehr sonderlich viel los. Ich versuche dennoch ein oder zwei Regionalexpresszüge bekommen, aber da fährt pro Richtung und pro Stunde nur einer. Wieder einmal hat mich ein dienstlicher, das heißt ein glücklicher Umstand, ins Gotthardmassiv versetzt. Nicht das erste Mal, dass ich bewundernd meinen Blick auf diese Felsen werfe. Auch nicht das erste Mal, dass ich oberhalb des Tunnels auf die Strecke und dieses Haus schaue. Es ist ruhig geworden auf der Gotthardbahn. Stündlich fährt in jede Richtung ein Regionalexpress. Der hier kommt aus Mailand und fährt nach Erstfeld. Noch einmal ein Blick auf das Haus am Hang, wo immer eine Schweizer Fahne flattert und in dem ein Eisenbahnfan lebt. Der Zug von Mailand rollt gerade über die Kellerbachbrücke. Er hat seit der Einfahrt in den Tunnel 5 Kilometer zurückgelegt und über 100 Meter an Höhe verloren. Ein glücklicher Umstand beim Filmen ist die Tatsache, dass die beiden Züge mit nur wenigen Minuten Abstand durch Wassen brausen. In Wassen befindet sich die berühmte Kirche. Für den Fahrgast ein Höhepunkt, kann er sie doch in unterschiedlichen Höhenpunkten ins Auge fassen und sich von der Bergwelt faszinieren lassen. Der erste Zug rollt morgens gegen 7 durch Wassen, von Bellinzona nach Erstfeld. Im Sommer scheint um diese Zeit längst die Sonne, im Herbst braucht der Morgen einen längeren Anlauf. Kurz nach 8 Uhr ist der Triebzug auf dem Weg zurück nach Bellinzona. Erst der Zug in einer Stunde fährt durch nach Milano Centrale. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen und vielleicht zieht es euch auch mal zum Gotthard. Der ist übrigens auch schön, wenn die Sonne nicht scheint.